Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr so einen schönen flauschigen Winterschal mit dem Jasminmuster häkeln könnt. Los geht's! Das Material ist natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ihr braucht super viel Wolle, nämlich 1,5 von diesen riesengroßen Knollen, eine Häkelnadel der Stärke 5, eine Schere und eine Stopfnadel. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Schal gehäkelt habt und wenn ja, mit welchem Muster. Ich bin gespannt. Aber nun lasst uns direkt loslegen. Macht zunächst eine Schlaufe, steckt die Nadel dadurch und häkelt dann eine einzige Luftmasche. Die zieht ihr nun ein bisschen länger. Schlagt den Faden über, geht durch die erste Luftmasche, holt den Faden einmal durch, zieht ihn auch so auf die Länge, dass es so etwa 1 cm ist, schlagt den noch einmal über und holt ihn noch einmal. Nun habt ihr insgesamt 5 Schlaufen auf der Nadel. Haltet den Faden nun unbedingt mit Daumen und Mittelfinger fest, zieht ihn durch alle Schlaufen und häkelt dann noch eine feste Masche durch den festgehaltenen Teil, also Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Das ist die erste Büschelmasche, die ihr für den Jasminstich braucht. Nun häkelt ihr noch so viele davon, bis ihr die Breite eures Schals erreicht habt. Das nächste Büschel kommt nun in diese feste Masche, also zieht die Schlaufe wieder ein bisschen länger, schlagt den Faden einmal über, geht in die Masche, holt den Faden einmal, schlagt ihn wieder über, holt ihn noch einmal, habt wieder die 5 Schlaufen, haltet ihn fest, zieht ihn durch alle Schlaufen und häkelt nochmal eine feste Masche in den festgehaltenen Teil. Macht so nun weiter, bis ihr wirklich die Breite des Schals erreicht habt. In meinem Fall sind das 21 Büschel. Wenn ihr den Anfang für den Jasminstich oder generell den Jasminstich noch genauer sehen wollt, dann schaut euch dafür unbedingt mein Häkeltutorial an. Da habe ich das alles noch viel ausführlicher erklärt. Ich habe nun insgesamt 22 Büschel gehäkelt, 21 für die Breite und das 22. ist schon der Beginn der nächsten Reihe. Das biegt sich nämlich gleich nach oben. Alle weiteren Stiche müssen wir nämlich jetzt anders häkeln. Ihr häkelt nun wieder 5 Schlaufen in die erste feste Masche, aber nun mascht ihr sie nicht ab. Jetzt springt ihr nämlich weiter bis zu dem nächsten Löchlein und bis zu dem übernächsten. Hier häkelt ihr jeweils 4 Schlaufen hinein, also Faden überschlagen, Faden holen, Faden überschlagen, Faden holen. Jetzt habt ihr nochmal 4, schlagt den Faden wieder über, geht ins nächste Loch, holt den Faden, schlagt ihn über, holt den Faden und nun habt ihr insgesamt 13 Maschen auf der Nadel. Haltet den Faden wieder gut fest und zieht ihn wirklich durch alle Maschen. Und jetzt häkelt ihr wieder eine feste Masche in den festgehaltenen Teil. Genauso häkelt ihr nun alle weiteren Maschen in dieser Reihe ab. Die nächste Masche kommt nun wieder in diese feste Masche, also langziehen, Faden überschlagen, Faden holen, Faden überschlagen, Faden holen, in das nächste Löchlein springen, Faden überschlagen, Faden holen, Faden überschlagen, Faden holen. Jetzt habt ihr die nächsten 4 und geht noch ein Löchlein weiter. Schlagt über, holt den Faden, schlagt über, holt den Faden, haltet ihn fest und zieht ihn durch alle 13 Schlaufen. Und dann kommt wieder die feste Masche. So sollte das Ganze nun aussehen. So ein bisschen kann man das Muster jetzt schon erkennen. Also immer Faden langziehen, überschlagen, einstechen, holen, überschlagen, noch einmal holen, jetzt in das untere Löchlein gehen, Faden überschlagen, Faden holen, Faden überschlagen, Faden holen, ein Löchlein weitergehen, Faden überschlagen, Faden holen, Faden überschlagen, Faden holen, festhalten und durch alle 13 Schlaufen ziehen. Wie gesagt, wenn euch das hier zu schnell geht, dann schaut euch unbedingt mein Anfänger-Tutorial für dieses Häkelmuster an. Häkelt nun bis zum Ende der Reihe genauso weiter. Passt auf, dass ihr nicht die letzte Masche vergesst,
Also häkelt wieder oben die 5 Schlaufen hinein, geht in die vorletzte Masche, häkelt da die 4 Schlaufen hinein. Und nun dürft ihr wirklich diese allerletzte Masche, die die erste Luftmasche war, nicht vergessen. Auch hier häkelt ihr nun 4 Schlaufen hinein. Haltet den Faden wieder fest und zieht ihn durch alle Maschen. Und nun kommt noch die feste Masche hinterher. Und damit ist die Reihe auch schon fertig. Jetzt wendet ihr das Ganze und für den Reihenbeginn häkelt ihr wieder eine normale Büschelmasche. Also so eine, wie ihr am Anfang gehäkelt habt, die nur aus 5 Schlaufen besteht. Zieht den Faden wieder lang, überschlagt ihn, holt ihn, schlagt ihn über, holt ihn, haltet ihn fest und zieht ihn durch alle Schlaufen. Und jetzt macht ihr noch die feste Masche hinterher. Diese Masche müsst ihr wirklich an jedem Reihenanfang häkeln. Danach geht es genauso weiter wie zuvor, indem ihr immer wieder 13 Schlaufen aufnehmt. Also Faden langziehen, überschlagen, holen, überschlagen, holen, in das untere Löchlein springen, da die 4 Schlaufen hinein und in das nächste ebenfalls. Jetzt haltet ihr den Faden fest, zieht ihn durch alle Schlaufen, häkelt eine feste Masche und so geht es nun die ganze Zeit weiter. Also immer am Reihenanfang eine Büschelmasche aus 5 Schlaufen häkeln und danach immer die, die aus 13 Schlaufen bestehen. Nehmt euch für den Schal auf jeden Fall genug Zeit, denn ihr müsst ungefähr 120 Reihen häkeln. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie groß ihr seid und wie lang der Schal werden soll, aber um die 100 Reihen müssen es bei einem erwachsenen Menschen unbedingt sein. Ich häkel immer unterwegs, habe das zum Beispiel im Urlaub beim Zelten gehäkelt oder ganz gemütlich auf der Couch. Und nun, 120 Reihen später, nähern wir uns dem Ende. Hier kommt nun noch die letzte Masche. Da habe ich wieder die 13 Schlaufen, halte den Faden fest, häkle eine feste Masche. Nun schneide ich den Faden ab, ziehe ihn durch und vernähe ihn. Fertig ist schon mein wunderschöner und super flauschiger Winterschal. Ich liebe den einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Häkeln. Macht's gut!